Und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Am 1. Januar 2019 kommt die erste Episode von Die Macht der Worte. Heute will ich dich mitnehmen auf eine kleine Reise, wie Die Macht der Worte, der Podcast, ausschauen soll. Der Podcast soll interaktiv sein. Du sollst deinen Senf dazugeben können, du sollst Fragen stellen können und wenn du sogar willst, mit in die Sendung kommen oder du wirst ein Teil unseres Teams. Wir haben 4 Kategorien und die erste ist das Wort Gottes. Wir wollen dir erklären, was das Wort Gottes eigentlich sagt. Vielleicht hast du Fragen dazu und wir können sie dir beantworten. Lass uns mal reinhören. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Oder auch nochmal, ja, also hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Mhm. Und da steht wieder das Wort alle. Und ich glaube wirklich, wenn die Bibel von alle redet, dann ist das für mich so ein Kernmotiv zu sagen, ja, dann sind aber auch alle Menschen gemeint, was wir das letzte Mal ja auch angedeutet haben, so diese damals auch wirklich große Kehrtwende in der Apostelgeschichte. Bis dato wurden nur wirklich das Evangelium letztlich Juden verkündigt und dann kam diese Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius, Apostel 10 und Apostelgeschichte 11, was letztlich eigentlich auch die Theologie damals der Apostel über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, nein, das ist für alle Menschen, das ist für die gesamte Menschheit gedacht. Und wenn man zurückgeht, jetzt auch ins Alte Testament, Abraham, die Juden haben es selber nie so gesehen, aber letztlich ist die Berufung des Abrahams nicht gewesen, dass es ein paar auserwählte Juden gibt, die sich von ihm ableiten lassen, sondern in dir sollen alle Völker gesegnet sein. Und da ist auch wieder so dieser Begriff alle. Und ich glaube wirklich, dass damit alle Menschen gemeint sind. Die Macht der Worte. Das war ein kleiner Ausschnitt von Dein Wort. Die nächste Kategorie heißt Michaels und Steves 5 Minuten. Und da werden wir darüber reden, was in Gemeinden schiefläuft, was wir komisch finden, was wir lustig finden, aber auch, was wir ernsthaft diskutieren sollten. Wie Titel und Namen von Lobpreisliedern. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Ich habe jetzt einmal da wegen deinen Büchern durchgeschaut, Michi, und in Feiert Jesus 3, das Lied 129, da wollte ich einmal dich fragen, Michi, was hältst denn du von dem Titel? Das ist die Überschrift. Eindeutig ja. Aber jetzt die quasi Unterschrift. Unter Überschrift, ja. Eindeutig nein, nein. Die Krisen stecken uns noch in den Knochen. Was hältst denn du jetzt davon? Das ist eine tolle Sache. Aber du musst. Keine Ahnung, das kenne ich nicht, das Lied. Ich werde es mal lernen, aber man muss sagen, man muss auch ein bisschen eingestehen, dass es auch manchmal Probleme gibt im Leben und dass man nicht alles wegsingt und so tut, als ob es es nicht gibt. Die Macht der Worte. Es wird auf jeden Fall witzig, vor allem mit unserem fränkischen Dialekt. Und wenn ihr Themen seht in Gemeinden und Kirchen, die ihr witzig findet, schreibt sie uns unter diemachtderworte@mail.de. Die nächste und schon vorletzte Kategorie wird heißen Revolution. Es geht über Beziehung, über Single sein, über Ehe, über Liebe, über Sex, über Pornografie, über all das, was manchmal in Gemeinden zu kurz kommt, weil man sich schämt. Aber wir wollen authentisch sein. Wir wollen offen darüber reden, wir wollen offen Fragen beantworten und wir wollen auch eine Brücke schlagen für die, die denken, sie sind die Einzigen mit Problemen. Revolution! Weil Liebe dir das Herz verdreht. Und ich will ihn am liebsten erwürgen und denke mir, lass mich bloß in Ruhe. Aber Sex ist für einen Mann ein Energy Boost. Also für mich ist es so, ich kann down sein. I also viewed it for a way of us to come back together again. Yeah. Unite. And to make up, but no. Unite.
No. Yeah, the motion aspect, I learned that, you know, sex is very much, you know, obviously, you know, men, it's visual and... Naja, für Frauen ist es ja, super der ganze motion. Tag yeah. muss yeah, yeah, irgendwie yeah. passen und stimmen und wenn da voll. Irgendwas nicht... And I had no concept yet. I had no concept, no idea. Like, I didn't know. I was like, what? I thought, it's a switch, you know, on, off. Jetzt hast du ein Konzept? Yeah. Now you have? Yes. I sure hope so. Do I do so? Manchmal. But I think like sex is it's a very important in the marriage. It's a to reunite and come together. It's very powerful and I know. Das musst du bitte auf Deutsch sagen. Okay, also. Oh, yeah. Also wenn man Sex hat als ein Paar, es vereint das Paar und ich finde es ist sehr, das ist was kraftvoll und das ist der Kleber, weil nämlich wenn du Sex außerhalb der Ehe hast, klebst du dich quasi mit deinem Bettpartner zusammen und wenn du den verlässt, reißt er was von dir weg oder sie was von und dir die Bindung. Und die Bindung und dasselbe, was quasi zerstört außerhalb der Ehe, hilft der Ehe weiter so zu existieren wie es, oder in Harmonie mehr zu existieren. Also ich kann schon sagen, ich habe öfter vorgetäuscht. Ich bin heute mal schneller wie meine Frau. Man kennt ja das so in den, also auch in unserer Gemeinde und in Gemeinden allgemein. Einer fragt den anderen, wie geht's? Und ich sage meistens gut. Obwohl es halt wirklich überhaupt gar nicht gut ist. Also ich fühle mich nicht gut, mir geht's nicht gut, aber ich traue es mir nicht sagen. Und ehemäßig trifft es genauso zu, dass ich oft denke, überall ist Friede, Freude, Eierkuchen, jeder versteht sich, jeder liebt sich. Ich traue mich nicht, ehrlich zuzugeben, wie es bei mir ausschaut. Also ich traue mich eigentlich schon, ehrlich zu sein, aber ich habe auch die Erfahrung unter Christen gemacht. Auch. Ich habe dann die Antwort bekommen, uns begleitet die Aura der Schwierigkeiten. Und dann denkst du dir, ja, danke fürs Gespräch. Die Macht der Worte. Wir werden in dieser Kategorie brutal ehrlich miteinander sein. Zwei Ehepaare, die sich gegenüber sitzen und ihre Probleme besprechen. Oder, wenn du uns deine schreibst, wir diese besprechen werden und vielleicht dir auch Tipps geben können. Wir sind keine Profis, wir sind keine Eheseelsorger, aber ich glaube, das Beste ist, authentisch zu sein und sich auch mal in die Karten schauen zu lassen, wie es andere Paare machen. Du darfst uns auch hierzu gerne eine E-Mail schreiben unter diemachtderworte@mail.de und wir versuchen diese zu beantworten. Vom 14.02. bis zum 17.02.2019 findet ein Eheworkshop von Love After Marriage in der Agape-Gemeinde Schwabach statt. Und wenn ihr bei der Anmeldung den Rabattcode DMDW eingebt, spart ihr euch sogar 40 Euro. Zum krönenden Abschluss jeder Episode hören wir aus der Sicht und mit den Worten von unseren Interviewgästen. Es erwartet euch Wilhelm Bunz, der Bibelraucher, die Hip-Hop-Crews Word und O-Bros, aber auch Gemeindegründer und Pastor David Metzner und viele weitere. Aber jetzt lasst uns mal kurz reinhören. Aus der Sicht, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Der Bibelraucher hat deswegen den Titel, weil ich war ja viele, viele Jahre im Gefängnis. Und wir im Gefängnis, wenn wir kein Zigarettenpapier haben, nehmen die Bibel. Muss ein dünnes Papier sein. Und ich habe innerhalb von 6 Jahren die ganze Bibel durchgeraucht. Kam noch zum Rauchen im Matthäusevangelium. Und ab da begann ich mal, über diesen unbekannten Gott nachzudenken. Aber sehr rebellisch. Sehr rebellisch. Und ich habe Gott rausgefordert, wenn er stärker ist als ich, dann muss er mich besiegen. Und ich sagte ihr, ich lass mich nicht besiegen. Aber letztendlich hat wirklich Jesus gesiegt. Und heute bin ich genau das Gegenteil von damals. Und der Rest steht alles in dem Buch drin. Ich dürfte teilhaben an einer Großveranstaltung, Awakening Europe hieß die. Und unmittelbar danach, meine Überzeugung war eigentlich, ich werde kein Pastor, ich werde eher so einen Reisedienst machen oder vielleicht übergemeindliche Veranstaltungen. Sowas in der Art war meine Überzeugung, dass ich sowas eher machen würde. Und kurz nach Awakening, nach so einer Hammerveranstaltung, die wir gemacht haben,
war ich im Lobpreis gestanden bei einer Konferenz und ich habe plötzlich gesehen, wie Jesus diese ich hatte ein Bild vor meinem geistlichen Auge, wie Jesus diese Kirche, die ich mir immer vorgestellt habe, in seinen Händen hält und sagt, wann gibst du mir die Kirche, die du mir versprochen hast? Mhm. Oder wann gibst du mir die Gemeinde, die du mir versprochen hast? Und ich wusste in dem Moment halt, dass er nicht das Gebäude an sich meint, sondern eben, dass er einfach so eine Versinnbildlichung ist für eine Kirche, die Gott gefällt. Mhm. Und dann ging es eben darauf, dass ich mir die Frage gestellt habe, da war es für mich dann klar, okay, Gott will, dass ich Pastor werde oder dass ich da mich rein investiere, was mir total Sinn gemacht hat, weil ich glaube wirklich, dass Gemeinde eine der besten Arten und Weisen ist, Jüngerschaft zu machen, was ja auch dann wiederum bedeutet, dass es darum geht, den Missionsbefehl zu erfüllen. Die Macht der Worte. Seid gespannt auf den 1. Januar 2019. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin könntet ihr schon mal Facebook, Instagram und YouTube abonnieren, aber das wird euch gleich die sympathische Stimme nochmal sagen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.